herzlich willkommen zur neuen Folge auf MJG Retro. Heute beschäftigen wir uns mit der Installation von Novell 312. Genau, ich möchte nämlich herausfinden, ob das an Novell 5.1 liegt, dass REPL, also RPL, nicht so richtig funktioniert. Oder liegt es bei mir an meiner Umgebung, die ich hier habe? Das möchte ich jetzt wissen. Um jetzt Novell 3.12 zu installieren, muss ich ein paar Vorbereitungen treffen. Ich muss nämlich, ihr seht richtig, ich habe hier Diskettenverzeichnisse und ich habe das damals mal, das Novell 3.12, durfte ich mir damals anhand dieses Kurses, den ich mal hatte, und ich war so Novell begeistert, durfte ich mir Novell 3.12 damals kopieren. Und ich kannte damals noch nicht Disketten-Images-Programme, deswegen habe ich damals die ganzen CDs einfach verzeichnismäßig kopiert. So, Problem, was jetzt noch ist, ich muss jetzt alle Disketten nochmal zurück auf richtige Disketten kopieren. Und Problem ist, ich habe es dann nur genannt Disk 1, Disk 2 bis Disk 20, aber man muss die Disketten selber auch noch nach einem bestimmten Namen benennen, und der steht jetzt zum Beispiel hier, wo nichts dahinter steht, das ist der Name. Das heißt, ich muss dann erstmal die Disketten umbenennen und auch labeln. So, das wird jetzt lustig werden, und ich habe auch schon ein billiges Opfer gefunden. Ich könnte das Ganze auch in einer virtuellen Maschine machen, aber wo bleibt denn da der Spaß? Ich habe nämlich den jetzt den Compact Dispo 2000 auserkoren, der im Moment mit einer 8 GB SSD ausgestattet ist. Dort werde ich eine 2 GB Quantum, eine echte Festplatte, wieder reinhängen und dort Novell 3.12 installieren. Das Besondere an 3.12 ist aber auch noch, ich fange mal eben an zu kopieren, wenn ich am Quatschen bin. Das Besondere an Novell 3.12 ist noch, das ist jetzt die ungepatchte Version von 1993. Ja, um das ganze Jahr 2000 fähig zu machen und mit aktueller Hardware laufen zu lassen, muss ich da noch händisch ein paar Patches reinspielen, und das wird lustig werden. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil als ich Novell 3.12 zum letzten Mal installiert habe, das war so ungefähr 98 gewesen, 98, 99, da war halt das Ganze noch nicht so, also da hatten wir noch ältere Hardware, das meine ich damit. Und das war eine Testumgebung damals immer gewesen, wo ich es zum Testen aufgesetzt habe. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich kopiere jetzt um, ich lebe, ihr guckt im Schnellverlauf zu und dann sieht er mich dann wieder, wenn ich hier fertig bin. Und das Geilste wird werden, ich hoffe, wenn wir das Ganze gleich von Disketten installieren, irgendwann mal, haben wir keine Datenfehler. Hohohoho. So, wir sind durch. Es sind doch nur 9 Disketten geworden, weil die anderen Disketten sind nur Zusatzdisketten. Also für Workstation, und mit diesem MHM habe ich auch noch nie rumprobiert, auch mit dem NetView, aber die 9 Disketten, das ist das NetView Grundsystem, die brauchen wir für den Server. Das heißt dann, ich habe da noch ein paar Disketten frei, um da die Patches drauf zu bügeln. Aber ich würde sagen, das lassen wir, weil ich werde dann, da wir ein DOS installieren müssen auf dem Server als Grundsystem, von da startet dann Novell, werde ich dann ein minimales DOS 6.2.2 einrichten mit einem Novell-Client, weil für die 3.com quasi drin ist, habe ich ja die Novell-Client-Treiber, und dementsprechend sage ich mal, die Diskette mache ich jetzt eben ohne euch, weil das haben wir schon 1000 Mal gemacht. Und wir sehen uns dann später wieder, wenn ich NetView 3.12 installiere. So, nachdem wir jetzt die Vorbereitung getroffen haben und ihren schwarzen Bildschirm seht, der verschwunden ist, installieren wir jetzt Novell 3.12. Und bei Novell 3.12, bei NetView 3.12 kriege ich, oh ja, ist eine ganz besondere Sache.
Weil diese Version, die Diskettenversion, die ich hier habe von 3.12, die habe ich damals auch installiert auf, ja, als ich damals in diesem Kurs von meinem späteren Arbeitgeber gewesen bin, durfte ich im Kursverlauf einen Netware 3.12 Server aufsetzen, der da bei mir am Tisch gestanden hat. War ein alter 386 DX25, glaube ich. Das war ein IBM Modell 80 gewesen. Der war geil. Und da habe ich dann zum ersten Mal Netware 3.12 installiert und genau diese Version, die wir jetzt hier haben, weil später, als der Kurs zu Ende gewesen ist und ich dann übernommen worden bin, sollte der Server ja entsorgt werden. Elektroschrott, da habe ich den gleich angerissen, und da auch in dem Unternehmen keine mehr Netware 3.12 braucht, das sollte auch dann in Anführungszeichen entsorgt werden, ja, durfte ich mir dann den Server und dann halt die Version mitnehmen. Deswegen ist das jetzt wieder was ganz Spezielles, was ganz Sentimentales. So, mal gucken, ob ich das noch kann. Wie gesagt, ich habe zum letzten Mal Netware 3.12 1998 installiert, also ist schon etwas länger her. Hier nochmal gewesen, A-Doppelpunkt. Genau, das ist die Version, die wir hier auf Disketten haben. Weil die Disketten, die Originaldisketten, habe ich nicht mehr. Die gingen im Laufe der Zeit dann kaputt. Und dementsprechend haben dann noch die, hat das Ganze noch als Copy überlebt. Und wie gesagt, ich kannte damals noch nicht die Disk-Image-Software. So. So, und jetzt steht hier was ganz Interessantes hier. Netware Users, please note, Netware 3.12 sets the default Ethernet Frame Typ to 802.2. Und vorher war es 802.3. Ja. Also merken, die hintere Zahl, auch wenn sie kleiner ist, ist neuer. Das hat was mit IPX zu tun, dieser Ethernet Frame. Und der gilt auch nur für Ethernet-Karten. Wenn du Token-Ring-Karten hast, dann musstest du da andere Parameter eingeben. Aber das können wir auch mal demnächst mal durchnehmen. Wie gesagt, das ist jetzt wichtig, weil das ab 3.12 geändert worden ist. Also 802.3 ist nicht mehr aktuell und gilt nicht mehr. Obwohl er gilt doch noch für ältere, wenn man noch ältere Server hat. Wie und ältere Maschinen, die halt noch mit dem 8.2.3 Frame laufen, sollte man den dann parallel zum neuen 802.2 Frame nehmen. Was ich ja auch noch bei meinen ganzen Karten habe, obwohl ich den 802 eigentlich nie benutze, nie benutzt habe, habe ich den trotzdem sowohl am Server als auch in den Workstations gelassen. Er ist jetzt bei den neueren Sachen seit 2018, da habe ich dann, wie ihr schon in der Net-CFG sehen konntet, den 802.3 deaktiviert. So, gehen wir mal los. Warten. Das ist jetzt im Gegensatz zu Netware 4.11, im Gegensatz zu den späteren Netware-Versionen, ist das mehr alles Handarbeit. Und wie gesagt, wir installieren gerade frisch von Disketten. Es gibt dann einen Trick, man kann auch die ersten drei Disketten in einem Verzeichnis auf Festplatte kopieren, dann geht es ein bisschen schneller, aber wir machen das wie damals. Oh, Huge Partition, DOS Huge Partition, Unknown Partition ist das, die Compact Partition, und er erkennt den Rest der Platte, wow. Ich bin jetzt beeindruckt, weil wegen, als ich zum letzten Mal Netware 3.12 installiert habe, habe ich so große Platten gar nicht gehabt. Wie gesagt, die Platten im 3.12er, Quatsch, im IBM Rechner, im IBM Modell 80, den wir als Server genommen haben, da waren die, glaube ich, die größte Platte, glaube ich, der hatte zwei gehabt mit 80 Megabyte damals. Und auch wo ich es dann mal zu Hause ausprobiert hatte, hatte ich nie Platten genommen, die größer als 500 Megabyte waren. Deswegen bin ich gerade erstaunt, dass Novell die Platte kann. Das heißt dann, ich brauche gar keine neuen Plattentreiber zu installieren, so wie es aussieht. So wie es aussieht. Wie gesagt, gucken wir mal. Create New DOS Partition brauchen wir nicht. Wir lassen die aktuelle. Wie nennen wir den Server denn eigentlich? Jetzt bin ich aber gespannt. Der andere heißt hier. Ach, ich würde sagen, weißt du was? Da bei mir immer ein Server Godzilla hieß, wird der wieder so heißen.
Und die jetzigen Server ja nur umbenannt, A, weil einmal der eine Retro-Server geworden ist und B, der andere, ja. Habe ich den einfach so wie die Maschine genannt. Also bei mir war immer eigentlich ein Server Godzilla gewesen. Das war immer ein File-Server gewesen. So fing es damals an. So, IPX Internal Number. Tja, da kann man entweder die benutzen. Oder man kann sich einen aussuchen, wie zum Beispiel Dead Beef oder wie haben wir damals Affe genommen. ja. Aber ich würde sagen, die lassen wir mal. Es kann, was gleich sein kann, ich bin mir jetzt nicht sicher, was gewesen. Eine muss gleich sein, wenn man zwei nette Server hat. War das die intern oder die extern? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist alles schon so lange her. Und dass ich mal zwei Server im Netzwerk hatte, weil die bekriegen sich gleich. Dann hörst du dann schreit der andere, hey, die Nummer muss aber so sein. Meine ist die richtige. Nein, die muss so sein. Meine ist die richtige. Ihr werdet es gleich mitkriegen. So. Lassen wir es erstmal so. Copy, Boot-File, okay, machen wir. Laufwerk A lassen wir. Der Server ist übrigens auch Server.312 und nicht wie später ein NW-Server. Jetzt kommt die System 1 Diskette und das ist die wichtige Diskette, weil auf System 1 in der Server-Exe fest einkompiliert ist die Lizenz. Nicht so wie bei späteren Versionen, wo man eine extra Lizenz hatte. Also, wenn du hier die Server-Exe nicht hast, dann bist du aufgeschmissen. Und da ist nämlich die Lizenz drin. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Lizenz das jetzt ist. War es eine 25-Benutzer-Lizenz oder eine 10er? Ich weiß es nicht mehr. Und wie gesagt, wichtig ist, dass hier die Diskette, dass die gelabelt ist. Wenn du die ohne Label installierst, das habe ich damals festgestellt gehabt, nachdem ich mir dann die Kopien angefertigt hatte. Ich habe ja, wie ihr nur gesehen habt, von Disk 1 bis 20 durchgenannt. Da kam dann die Meldung, leg mal die Diskette ein, einlegen. So. Und wir gehen jetzt einfach nicht geradeaus weiter. Geradeaus weiter heißt, wir müssen gleich ein paar Mal abbiegen, bevor wir nach losgehen. Das heißt, wir müssen gleich ein paar Patches einspielen. Habe ich bisher unter 3.12 noch nie gemacht, weil wegen, als wir das 98 installiert hatten, auf dem 386, A hatten wir nicht große Platten gehabt und B hatten wir was hat man noch nicht gehabt? Ja, noch nicht das Jahr 2000, weil NetWare 3.12 ist nicht Jahr 2000 fähig. Und was wir gleich auch noch machen müssen, da die Netzwerkkarte, die ich hier in dem Deskboard 2000 drin habe, standardmäßig von 3.12 nicht unterstützt wird am Anfang, erst in späteren Updates, müssen wir gleich auch da wieder ein paar Module einbinden, sonst kommt NetWare mit dem Treiber nicht klar. NetWare Unicode? Ach Gottchen. Jetzt geht's los. Welche heißt denn jetzt Unicode? Oh. Haben wir die angelegt? Und das müsste jetzt System 3 sein. Na, ah, da war was. Siehst du? Ich habe jetzt keine Ahnung, welche die Unicode-Diskette ist. Oh. So, ich würde sagen, ich bin gleich wieder für euch da. Ich muss mal eben selber gucken, weil die haben wir noch gar nicht angelegt. Das heißt, ich muss die Disketten Unicode und so dann mal eben kopieren. Das heißt dann, ich muss NetWare gleich nochmal neu anschmeißen. Und wir sind es gleich wieder. Zurück. So, jetzt sind wir hier ausgestiegen. Er sagt, ich habe nicht genug Arbeitsspeicher für Novell NetWare.
So, an der Stelle jetzt auch eh aussteigen müssen, weil jetzt muss ich Patches einspielen, weil wie gesagt, die Netware kommt wahrscheinlich mit dem Arbeitsspeicher jetzt nicht zurecht, weil ich glaube, mehr als 16 MB kann sie nicht. So, jetzt muss ich nämlich die ganzen neuen Sachen einpatchen und das muss ich jetzt händisch machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ihr guckt mir über die Schulter und ja, dann würde ich sagen, let's go.
So, hier sind wir endlich durch nach ewigen Zeiten. So. Jetzt bin ich hier am Despo 4000. UML, warte mal, wo ist das? Wo? Nee, wie heißt das nochmal? Falsch, warte mal eben. Es kommt daher, weil ich kein Suchverzeichnis auf dem Public gesetzt habe, so wie es aussieht. Okay. Ist das nicht mehr oder ist es im Login-Verzeichnis drin? Also zu 4.11-Zeiten und 3.12-Zeiten gab es den Befehl. Falls einer fragen sollte. Würde mich nicht wundern, wenn Novell den wegrationalisiert hat, weil man so wenig im DOS macht. Nee, da ist er. Nee. Okay, gibt es nicht mehr zu Novell. Okay, also wir sind ja auf dem Novell 312er Server drauf, erkennbar an den Buchstaben hier an Konsole One, und weil wir auch hier NCB und so weiter haben, Tausch. Und ich jetzt mache. Ich logge mich jetzt nämlich aus. Okay, ihr seht ja, bin ich am Server gewesen. Jetzt muss ich mich aber unter Godzilla anmelden. Login. Da er nur eine Binderi hat, aber kein. Da es da noch keine Bäume gibt, also keine Trees, muss ich mich nämlich so anmelden. Und der Benutzer heißt der Supervisor. Ja. Jetzt bin ich am Godzilla angeschlossen. Natürlich, wie gesagt, der Server ist nackig. Da gibt es nichts. Keine Login-Skripte, kein nix. Aber da hatte ich jetzt hier unter. Also Moment. Sag mal, nichts ist public. Wenn da fragen soll, Syscon ist das Verwaltungstool von. Von 312, von der Welt 312. Ihr seht auch hier Godzilla. Nee, Accounting brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Accounting brauchen wir. Hat er recht. User Information. Genau so rum war es. Ich muss wieder reinkommen. Ist schon 20 Jahre her. Ist ja wieder ganz anders hier als unter NV-Admin Konsole One zu administrieren. Genau. Supervisor. Gibt es einmal den Mike? Godzilla, das ist Mike, ja. Das sind dann die Home-Verzeichnisse. Und jetzt kann ich dann nämlich hier Sachen einstellen, Login-Skripte machen, Restriktionen auf die Volumes vergeben, dann mache ich aber später Supervisor, Default-Account, Object-File, Everyone, hier File-Server, genau. Das hier zweite Novell-Server. Die 2, das ist Godzilla hier. 1993. Ja. Aha, ich könnte sogar. Aber das mache ich lieber nicht, aber sonst zersäbel ich mir nachher die. Die NDS, wenn ich hier rausgehe, so. Das man obwohl ich sollte das Verzeichnis vielleicht hoch nennen, ne? Ja, so wenig Verzeichnis hat man auf dem Novell 312 Server. OS2 Login Attach. Hier sind die Sachen für RPL. So wenig ist ein Login drin. Wow. Wenn man sich dann
mal die Verzeichnisse von ab Netgear 4.1 anguckt, beziehungsweise 6.5, was da alles mittlerweile drin ist, legt die Kuh am Hintern, ne? Attach. Das habe ich vorhin gesucht gehabt, da habe ich gedacht, ich habe die Kamera an, aber die war aus gewesen. Also Attach gibt's unter 4.11 noch, aber später nicht mehr so, wie es aussieht. Okay. Oder muss ich da reinkommen, wenn man die ganzen Befehlen hier. Warte mal, eben. Den Filler gibt es auf jeden Fall. Ah. Und haben wir noch mal ein Gebot mit NetUse? Kann das sein? Menü, genau. UserDev, UserList. Na genau, kannst du zeigen, wer angemeldet ist. AdUser, AdTemplate, ah, genau, hier kannst du dann. Using server mic. What is on this? Ich werde mich auch nochmal löschen. Mit entfernen kann man, mit einfügen kann man Leute einfügen. Ich werde den Mic nochmal einfügen. Aber ich werde dann wahrscheinlich, ich mache das dann so. Was ich Home-Verzeichnisse mache. Also Account, Balance brauchen wir nicht. Account. Ja, jetzt kann man hier Sachen eingeben, Passwort und so weiter. Full Name brauchen wir jetzt nicht. Kryptbildung, Login-Skript. Other Information, Last Login war er noch gar nicht. Das stimmt. Station requested. Gut, damit haben wir einen Benutzer Mike. Kein Passwort, okay. Dann melde ich mich mal eben an. Good evening. Bin ich schon drin oder was? Oder? Mal gucken. Da kann ich auch Sachen anlegen. Okay. Nee, funktioniert. Sehr schön. Also war mal ein bisschen vorhin ein bisschen krämpfig gewesen. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Das letzte. Also die Patches war bei Novell 4.11 und so gibt es ja die Service Packs, aber bei 3.12, da musste die ganzen Patches händisch eingeben. Ich bin noch nicht so ganz fertig mit dem letzten Patch. Ich habe zwar die Server-Exe so gepatcht, dass sie jetzt Jahr 2000 fähig ist, aber die ganzen Programme, die jetzt hier im auf dem Volume liegen, die habe ich jetzt noch nicht. Das wollte ich dann eigentlich mit dem RC machen, aber da fehlen noch ein paar NLMs beim RC, also bei diesem Norton Commander Klon für Novell. Okay, ich muss ein paar Suchverzeichnisse setzen, ein paar Suchlaufwerke. Public Logout und Login liegt in Login, okay. Ja, und unter Novell 3.12 haben die Benutzer standardmäßig kein Passwort. Syscon ist public, habe ich gesagt. Ne?
Ja, schade, dass es keine SysCon mehr auf den NetWare-Server ab 4.11 und so gibt. Oder generell ab 4er, aber das wäre schön gewesen. Dann könnte man weiter unter einer DOS-Workstation arbeiten. Login-Skript. Da steht nichts drin, okay. Everyone. Ja, und warum da ein Good Evening stand, ist, es gibt dann ein Default Login Script, was man jetzt hier nicht sehen kann. Dann gibt es noch ein System Login Script, da steht über allen drüber. Und dann unter dem Login Script drunter, unter dem System Login Script, dann werden erst die User Login Scripts abgearbeitet. Intruder Detections haben wir nicht, sehr schön. So, was ich jetzt mal eben mache. Ach, dazu muss ich angemeldet sein, ne? Ja, da war was. Aber freut mich, dass es geklappt hat. System-Measures-File, this dead code not be open. Da ist die Schlange wieder. Oh, das Schlingchen. Da ist sie. Lange nicht gesehen. Oh, schön. Und diese Schlange ist halt noch bei Novell 4.11 auch noch drin. Das ist eine Bildschirmschoner für Monitor. Und ab NetWare 5 ist die leider aus dem Monitormodul rausgeflogen. Und das Schöne an der Schlange ist noch, wenn der Server, je mehr der Server ausgelastet ist, desto schneller wandert sie über den Bildschirm und sie wird länger. Und wenn du hier zwei CPUs drin hast, hast du auch zwei Schlangen. Die zweite ist dann blau. Oh, schön. Oh, oh, oh. Genau. Warte mal, hier sind die. Ach, bei 312 sind die ganzen F-Tasten anders belegt, ne? Ich sehe das schon. Ja, da sind die F-Tasten anders belegt. Bei der R-Konsole von, ja, ist auch eine ältere R-Konsole, bei der anderen R-Konsole von Novell, oh, wie waren die Tasten hier nochmal gewesen? Um da wieder rauszukommen. Ist schon wieder Ewigkeiten her. Aber es läuft. Sehr schön. Damit haben wir nur NetWare 3.12 installiert und das nächste, was ich dann machen werde, ist RPL testen. Ja, aber das mache ich dann ohne euch, weil das kennt ihr ja schon. Selbe Prozedur wie bei NetWare 5.1. Und jetzt habe ich, wow, 19 Uhr haben wir jetzt. Ich habe jetzt, ich glaube, ich bin seit 14 Uhr dran. So, dann sage ich mal erstmal danke bis hierhin. So, das war jetzt der Kummer mit NetWare 3.12, aber es läuft. Problem an NetWare ist halt, an NetWare 3.12 ist, weil es halt, wie gesagt, älter ist von 93 und modernere Hardware und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja im Jahr 2000, da muss man dann die Patches leider etwas händisch einspielen. Aber es funktioniert. Jetzt werden auch, nachdem ich da dem Server-Patch nochmal
eingespielt habt, die Server-Exe gepatcht habt, werden jetzt die vollen 48 MB, die 49 MB vom Compact vom Despro erkannt, vom Despro 2000. Wir sind auch mittlerweile im Jahr 2021 angekommen. Vorhin waren wir im Jahr 1921 gewesen. Und was jetzt auch schön ist, dass die 3COM-Karte auch geht. Da musste ich ja auch ein paar Sachen nachinstallieren, ein paar Modülchen, weil die ja neuer war, von 99 ist der Treiber. Aber dann die Meldung, dass dann der Busmaster, das Slot kein Busmaster kann, hat mich dann ein bisschen etwas, etwas irritiert, weil auch nichts funktioniert hat. Und dann kam ich dann ganz zum Schluss mal auf die Idee, mal mit der 3COM-Konfigurationsprogramm mal rumzuprobieren. Und da habe ich das Ganze dann jetzt auf normal eingestellt und siehe da, geht. So. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder ich melde mich gleich nochmal. Ja! Warum ich jetzt hier schreie, ist, das ist jetzt die, ich boote jetzt von NetWare 3.12, also RPL-mäßig, und ich komme weiter. Nämlich, das ist jetzt hier die NetCFG, wo ich nicht das erste Netzwerklaufwerk auf A gestellt habe, sondern auf G. Und ich wäre hier schon bei NetWare 5.1 schon hier bei der Netzwerkkarte hängen geblieben. Das wird nicht kommen. Und hier steht schon Laufwerk F. Okay, das ist die Swam Drive. Okay, geht. Geht zwar noch nicht, wie ihr hofft, aber ich bin ein Schrittchen weiter. Also es hat wirklich irgendwas mit NetWare 5.1 zu tun, dass sich da was verändert hat an dem RPL-Protokoll. Wie gesagt, das ist jetzt, hier steht zwar attached to DL320, ist klar, aber den werde ich gleich mal abschalten. Aber er hat sich das RPL vom 3.12er Server geholt, weil ich habe nämlich das RPL-Protokoll auf dem DL 320 komplett abgeschaltet. Ja, da stimmt der falsche Tastaturtreiber. Muss ich mal gucken, warte mal, wie. Okay, wir sind an Godzilla angemeldet. Komm drauf, warte mal. Kann ich als normaler Benutzer Syscon aufrufen? Dürfte ich eigentlich nicht. Oh, kann ich sogar. Ah, okay, aber ich kann nur. Aber ich kann mich selber verändern, okay. Frag mich jetzt nicht, ob das gewollt oder so ist. Kann ich die eigene User eingeben? Nee, ne? Nee, also ich kann nur rumgucken, okay. Aber ich kann bei mir sehr vieles machen. Das wollte ich eben nur mal wissen. Okay, also das geht.
So, das heißt dann, es ist experimentieren angesagt. Aber auch hier ist er nicht ganz durchgelaufen. Ihr habt schon gesehen, er ist hinter der Netzwerkkarte stehen geblieben. Hinter dem IPX-ODI. Und dann musste ich hier eben selber nochmal VLM eingeben. Dann lief er es weiter. Aber ich bin schon mal einen Schritt weiter gekommen. Wie schon gesagt, bei Netware 5.1 hätte ich in der NetCFG erstes Laufwerk gleich A einstellen müssen. Sonst wäre er nämlich schon nach dem Netzwerkkartentreiber hängen geblieben. Und Fokus, Fokus. Fokussiere doch mal, warte mal, dann gebe ich dir mal was zu fokussieren. Ich sehe den Sternenhimmel. Und jetzt, wie gesagt, mit Netware 3.12 muss ich da jetzt nicht erstes Laufwerk gleich A eingeben, da habe ich sondern G jetzt genommen, weil F ist ja unsere REM-Disk. Jo. Das wird immer was für spätere Sachen werden. Aber ich mache jetzt weiter mit ein anderes Thema. Und lasst euch da überraschen, was es wird. Bevor ihr entlassen werdet, gibt es da noch eine kleine Werbung, und zwar für den Kanal. Wo ist er denn jetzt hier? Da! MJG Retro Zeugs. Dort werden alle Videos hochgeladen. Einige, die ich damals auf WoFnatech, Mikes Hobbyzimmer und auch unter meinem ersten Kanal Mike Gründel veröffentlicht hatte. Das sind alles Videos, die nichts mit Technik oder Let's Plays zu tun haben. Das sind alles mögliche Sachen, wie gesagt, wie Gewitterjagden, Fahrtmitschnitte, Modellbausatzvorstellungen, auch die Let's Mampf-Folgen werden hochgeladen werden. Aber hier werden auch neue Videos kommen, wie gesagt, die nicht unter Retro und auch nicht unter Let's Plays passen. Wie zum Beispiel auch jetzt hier neue Gewitterjagd-Videos, die werden dann unter MJG Retro Zeugs veröffentlicht werden. Das nochmal hierzu. Und wie gesagt, wer deinen Archivkanal noch nicht kennen sollte, hier MJG Retro Archiv. Hier sind auch alle alten Folgen von WoFnatech und von Mike's Hobbyzimmer zu finden, die mit Technik zu tun haben. Wie gesagt, mit alten Computern, mit alter Software. So, dann wünsche ich euch mal einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Mikey. Tschüss.